25 Meter lang, 44 Tonnen schwer, das sind die sogenannten Gigaliner, Riesen-Lkw, die nach einem Beschluss der Verkehrsministerkonferenz in der vergangenen Woche in 7 Bundesländern jetzt in einem Feldversuch getestet werden. In 8 Ländern, darunter auch Nordrhein-Westfalen, dürfen die Giganten allerdings nicht rollen. Deren Verkehrsminister haben ein Veto eingelegt. Sie befürchten unter anderem mehr Güterverkehr auf der Straße, was nicht gut für die Umwelt wäre. Da muss offenbar gearbeitet werden am schlechten Image der Monster-Lkw. Mit ein bisschen Marketing lässt sich da sicher was machen. Die Lkw-Lobby ist da jedenfalls schon auf einem guten Weg. Es klingt so wunderschön. Öko-Liner. Grün und gut. Ein Wort wie ein unschuldiges Lamm auf einer Sommerwiese. Was könnte ein Öko-Liner sein? Das hier? Oder das? Leider falsch. Ein Öko-Liner ist das hier. Ausgedacht haben sich das die Spediteure. Die möchten nämlich bald solche Riesen-Lkw auf Deutschlands Straßen fahren lassen. Aber die bisherigen Begriffe wie Gigaliner oder gar Monster-Trucks sind einfach viel zu gruselig. Und deshalb spricht man jetzt nur noch von Ökolinern. Das Argument, größere Lkw sorgen für weniger Verkehr. Das sehen Kritiker ganz anders. Kann so ein Riese wirklich Öko sein? Aber bei einem schönen grünen Namen merkt das vielleicht niemand. Der Ökoliner ist ja nun mal vom Wort her allein schon auch eher positiv behaftet und soll auch etwas diese Ängste, dieses Negativ-Image verhindern bzw. in den Hintergrund stellen. Nur, ob die Menschen sich wirklich davon einlullen lassen? Was vermuten Sie? Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Ein Lastwagen, der einen Cut hat oder sowas. Also als Liner kann man doch auch ein Schiff bezeichnen, oder? Das ist ein verlängerter LKW, der bis zu 44 Tonnen tragen kann und 25 Meter lang. Das habe ich gestern im Fernsehen gesehen. Respekt. Total ökomäßig, die ganzen Abgase. Also ich denke, dass die Menschen gar nicht ernst nehmen draußen. Ne? Also dass sie uns alle für blöd halten, dass wir das nicht merken, wenn wir ein schönes Wort vorgesetzt kriegen. Und weil das so ist, setzt man uns auch in anderen Bereichen schöne Worte vor. Man denke nur an Reform der Unternehmensstruktur, Entsorgungspark oder Präventivschlag. Reform der Unternehmensstruktur, das klingt auch erstmal ganz schön. Nee, Reform der Unternehmensstruktur heißt Entlassungen. Sehr gut, Massenentlassungen. Ja. Entsorgungspark, was könnte der Entsorgungspark sein? Ja, eine Müllhalde, ne? Sehr gut. Tatsächlich, die Müllkippe, genau. Dann haben wir noch den Präventivschlag. Das könnte... Angriffskrieg? Ja, sehr gut. Nein, ich glaube, dass wir eine Inflation erleben. Ne? Es werden dann immer wieder neue Worte gefunden. Mhm. Und letztendlich trauen wir dann keinem Wort mehr, sondern sehen dann eigentlich das immer, was letztendlich dahinter steht. Die Leute wissen, dass sich dahinter Böses verbirgt. Je schöner es sich anhört. Ja. Die Leute sind offenbar doch zu schlau. Vielleicht müssen wir uns einfach noch schönere Begriffe ausdenken, um Ärgernisse verbal in Wohlgefallen aufzulösen. Ob Atomkraftwerke vielleicht doch eine Zukunft hätten, wenn man sie Sanftstrahler nennen würde? Der Finanzminister könnte statt Staatsverschuldung jetzt griechisches Guthaben sagen. Der uhrenbetäubende Laubbläser heißt im Baumarkt nur noch Pustefix. Niedlich. Statt einer Flutkatastrophe entsteht hier ein lustiger Sea-Life-Wasserpark. Schimmliges Gammelfleisch, von jetzt an Filet im Pelzmantel. Und statt Angela Merkel sagen wir jetzt der Engel mit den Eisaugen. Viel besser. Machen Sie mit, schöne Worte wählen und so die Augen vor der hässlichen Realität verschließen. Ganz leicht. Wenn Sie dann aber vom Ökoliner überfahren werden, ist das nicht unsere Schuld. Wenn unbezahlte Arbeit längst Praktikum heißt,